So, guten Abend, Dr. Savesa mal wieder hier. Und es geht weiter in meinem Tasting mit ungarischen Bieren gerade. Und ja, wir kommen, oder wir sind mal wieder, ja, bei einem IPA, bei einem Double IPA diesmal. Von Horizon Budapest, das Double Gentle Bastard. Okay, das ist, da gibt es wohl das Gentle Bastard schon, das ist ein einfaches IPA. Das hier ist jetzt die Double Version davon, hat 8 Umdrehungen. Ich glaube, wir sind jetzt hier auch wieder im West Coast Bereich, also es wird eher klar sein als fruchtig hazy, wie so ein IPA. Richtig, ja, wird es schön hopfig werden. Gießen wir das Ganze mal ein. So. Und dann schauen wir mal, was die Nase so sagt. Spuren von Zitrus, aber auch so einen leichten Hauch Vanille kommt durch. Leicht grasige Noten sind auch drin. Ja, es ist jetzt, dafür, dass ein Double IPA ist, riecht es jetzt nicht so extrem, aber wir probieren mal. Aber es ist doch schon ein bisschen auf jeden Fall hazier als das vorige. Also es, aber es ist kein hazy IPA, also nicht wirklich super krass naturtrüb. Ist aber schon naturtrüb irgendwo, aber doch ein bisschen klar in einem gewissen Maß. Wir checken mal, was es kann. Okay, hier kommt so ein leichter Hauch Birne. Etwas Zitrus. Und dann ja schon auch eine Hopfenbreitseite. Aber es ist recht süffig, dadurch heimtückisch auch. Aber schon doch, hier gibt es so eine festsetzende Herbe, die dann hinten rauskommt, die im Gaumen sich festsetzt. Ja, ist auf jeden Fall. Ja. Taugt mir auch so recht okay. Aber ist teilweise fast schon ein bisschen zu penetrant, die Herbe, was da kommt. Aber verkehrt ist es nicht. Sehr solides Double IPA. Doch, muss man schon sagen.